In diesem Vorspann sage ich eben nur kurz, tut mir leid, wegen der Soundqualität. Es halt, sie müssen noch vieles noch am Einstellen und wegen Umzug ist halt also ein bisschen am Schallen, wie man das wahrscheinlich mitbekommt. Qualität nicht so gut, aber für einen kleinen Test reicht das erstmal. Ansonsten noch viel Spaß bei der Aufnahme. Oder. Ja, und damit herzlich willkommen zum ersten Video, was ich jetzt mache. Das Spiel nennt sich Wrist of Rain, das gibt's bei Steam, man kann es für 10 Euro kaufen. Ich spiele nicht alleine, sondern und zwar der Boomastic ist dabei. Hi! Ja, und wir werden einfach mal das Spiel testen, das ist relativ alt, und mal sehen, ob's jetzt uns gefällt. Wir haben schon ein bisschen das Spiel angezockt, deswegen wissen wir, was wir ungefähr machen müssen. Ja, ansonsten... Nämlich, nur springen. Wir springen ja. Und machen sinnlose Scheiße, ja. Ja, wir sind's auch immer. Ja. Was gut ist, das Spiel fährt gar nicht allzu lang. Ich glaube konstant 60 FPS. Ja, das ist natürlich als ein Gamer ein bisschen wenig. Ja, klar. Also, meine Forderungen sind meistens so um die 300. Mein Film hat auch auf 269 FPS. Ist zwar noch ein bisschen zu wenig, aber was sollen wir machen? Boah. Dinge klaut. Tja, ich hab Money, ne? Auf jeden Fall ist, wenn ein Spiel basiert, ein Hardcore-Spiel. Man kann es nur einmal, spielen, das Level. Wenn man stirbt und man dann spielt alleine... Dann ist deine Steam-Bibliothek gelöscht und du musst erst neu kaufen für 10 Euro. Ja, alles klar. Nein. Alter, das wäre ganz schön krass. Auf jeden Fall, wenn man alleine spielt und man stirbt, dann muss man halt erstmal neu vermachen. Wenn man halt im Multiplayer spielt, wie wir jetzt gerade, dann hat man mindestens noch die Chance, dass wenn ich sterbe, dann muss der Boomastic alles alleine machen. Oh yeah, muss ich schon so oft. Weil du auch alles absnackst. Je mehr Viecher man tötet, desto mehr Geld kriegt man. Man sieht das oben links. Und umso länger man braucht, desto höher ist der höherer Fähigkeitsstufe. Genau. Sieht man oben rechts. Ja, momentan ist es very easy. Wir spielen 2 Minuten gerade das Level. Und immer mehr Geld man hat, kann man halt diese Features extra kaufen, dass man halt immer stärker wird. Je mehr Feature man tötet, kriegt man XP, durch die XP kriegt man halt Level. Alter, von mir aus kannst du das doch gerade selbst erklären. Mach ich doch gerade. Ja. Welches Level bist du? L3. Ich auch. Unten sieht man die Level. Die X, mein Leben, das heißt 225 Leben von 225 und 4 extra Nahkampfattacken. Also zum Beispiel so einen starken Laser. Da hat man immer so einen Cooldown von 3 Sekunden. Der macht 5 Sekunden. Und da gibt es noch einen, ja, mit B, da kann ich halt die Zeit empfehlen. Die Sachen kann man nur kaufen. Das Ding hier stirbt gar nicht. Ja. Ist eigentlich noch der siehste drin? Der was? Ne, ist der rausgegangen? Oder ist er einfach nur ruhig? Ja, keine Ahnung. Na egal. Hauptsache, wenn... Es kann sein, dass außersehen gleich welche einfach reinjoinen, aber... Naja, wir haben nicht den Channel gewechselt. Deswegen, ich habe jetzt auch gerade keine Lust zu minimieren. Ich hoffe auf jeden Fall, weil ich nehme das gerade mit Broadcaster auf. Kennst du das? Ja. Ich mein schon, bin mir jetzt gerade nicht sicher. Okay. Weil da wird mir ja halt angezeigt. Ich hoffe nur, dass halt dein Ton gut ist. Ja, gut, ne? Deswegen. Wenn das überhaupt aufnimmt. Der nimmt das gerade auf, also wird mir zumindest angezeigt. Ich mach Aufnahme. Der also, wenn ich rede, kommt da diese Balken, diese Sound. Ja. Auch vom Sound. Deswegen, weil ich ja gerade jetzt einfach nur einen Test. Das heißt, wenn die auch... Ja, wenn das gut läuft, die Qualität, dann kann ich es direkt auch hochladen. Ja, auf jeden Fall YouPorn, ne? Ja, das muss ja zensieren, sonst ist das wieder Bach zu bringen gegeben. Im Ernst? Kann sein. Ja, auf jeden Fall, Wrist of Rain, ne? Ist ab 18, ihr seht ja, wenn man die Leute killt, dann wird da Blut angezeigt, deswegen. Ja. Also...
Ja. Ich wollte jetzt irgendwas sagen, aber ich... Keine Ahnung. Und ich komme da nicht hin. Und sind Viecher. Ja. Auf jeden Fall muss man mit diesem Level halt immer rumlaufen. Man muss halt so ein Portal... Okay. Man muss ein Portal suchen und da aus diesem Portal kommt halt irgendwann mal der Boss. Den Boss muss halt killen. Und sobald man den gekillt hat, muss man die restlichen Viecher killen. Und dann hat man den nächsten Level. Je schneller man die Level durch hat, desto länger hat man das Spiel auf leicht. Je länger man halt in die Level spielt, desto schneller werden sie dann halt immer stärker. Und irgendwann kommt dann halt der absolute Endboss, dann hat man das Spiel durch. Je länger man das Spiel spielt... Das ist irgendwie zu schnell, ne? Ja. Je länger man das Spiel spielt, desto eher hat man dann die Chancen, dass man einen neuen Charakter kriegt. Und man muss das Spiel, glaube ich, öfters durchspielen. Also, wir haben das einmal durchgespielt. Haben nicht alle Charakter. Nein. Aber die Level sind auch immer anders. Und es gibt so... Portale sind auch nicht immer an der gleichen Stelle. Nein, das auch nicht. Ja, und das Geld muss man nicht aufsammeln, denn das Geld kommt automatisch zu sich. Oh, sogar zu mir. Ja, ja, das wird ja aufgeteilt auf uns zwei. Ja. Ah, ja! Ah, oh, Nico! Was ist denn? Ich hab wieder so ein Item, was ich nicht aufheben kann. Das ist doch gut, obwohl wir genau die gleichen Typen sind, ne? Ich glaube, hier sind zwei... Ja, hier, zwei Dinger für dich. Ah, du Assi, Alter. Ist doch gut, ich hab da... Ich hab da eh nur eins. Ja, das passiert manchmal auch so, dass man Sachen kauft und dann kannst du dich aufheben. In dem Sinn nicht. So, und? Ja, ich hab schon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, nein, ich hab dir gerade zwei Stück geschenkt. Ja, klar. Ja. Die Items, die man hat, sind unten angezeigt. Wenn man halt mit der Maus rüber geht, dann sieht man auch, dass das steht halt immer auf Englisch leider. Das ist für die Leute, die kein Englisch können. Aber, ja. Haben hier alle Items als Itemaltare und Kisten geöffnet? Aber bis auf den da oben jetzt. Ja, bis auf den da oben. Achso, meine Massenboss. Achso, das hätte ich noch vergessen zu sagen, dass wenn man den Boss hat, hat man dieses 90 Sekunden und währenddessen kommt halt immer wieder Monster. Und währenddessen muss man auch den Boss bekillen. Oh, danke. Ja, kein Ding. Wie gesagt, ich kann halt die Zeit stoppen. Oben seht ihr das Leben vom Boss. Magma-Wurm, das ist der hier. So. Ich persönlich hätte jetzt noch nicht den Boss gemacht, weil viel besser wäre es erstmal den Leben nur zu sammeln. Also Level. Denn je mehr Level, desto stärker wird ihr. Na toll, jetzt kann ich das. Ja klar, wie schnell bin. Achso, du hast Leben viel weg. Boah, gibt es sonst noch irgendwas zu sagen im Spiel? Oh, ich glaube nicht. Ja, dass jeder Charakter halt nur andere Fähigkeiten hat. Also ja. Ich glaube, das ist klar. Und ich kann mir das gut vorstellen. Ja. Achso, das noch mit Multiplayer. Und zwar, wenn man Multiplayer macht, ist das kostet ja nichts, sondern man muss Multiplayer über Nitrado machen. Für die Leute, die nicht wissen, was ungefähr... Ja, Nitrado. Über Nitrado geht das nicht, sondern über Hamashi. Ich will gerade sagen. Ja. Außerdem ist das erst im Nachhinein eingefallen. Für die Leute, die nicht wissen, was halt mit Hamashi ist, damit kann man halt so ein Multiplayer-Netzwerk machen. Oder seinen eigenen Computer oder Server. Ansonsten googelt ihr das einfach mal. Ja. Oh, jetzt wurden gerade angezeigt, dass halt noch drei Enemies leben. Das sind zwei Tiere. Oder eins. Und bei uns wird jetzt so ein Pfeil angezeigt, wo der halt der letzte befindet. Boah. Je mehr Geld ihr habt und ihr geht dann nachher in den Portal rein, kriegt ihr halt währenddessen auch die XP. Also das Geld wird zur XP umgewandelt. Hast du Geld dafür? Nee.
227, ich hab gedacht 127. Scheiße. Dann bist du auch ein bisschen blind. Ja. Ich hab mich richtig hingeguckt. Ja, ja. Ah, so, Level 2. So, mir wird gerade die Maus angezeigt, aber die geht gleich. Ja, ist jetzt gerade weggegangen. So, auf geht's, Reiter gewacht. Auf geht's. So, man sieht halt, dass Level für Level mal anders aussieht und immer andere Gegner, die natürlich auch immer stärker sind und mehr aushalten. Mit den Charakteren her spielen wir auch die Anfangscharakter. Ja, wir spielen ja gerade die Anfangscharakter, die ersten. Ja, ich finde, die sind irgendwie am praktischsten, am handlichsten. Boah. Und wie gesagt, halt am besten ist, wenn ihr euch selbst auch mal das Spiel oder so eventuell holen könnt und mal selbst guckt, wie ihr die Charakter hier so findet. Boah. Ist ein Kiss. Schon den Boss, ne? Ja, ist klar. Ich will erstmal Level farmen. Ich hab noch nicht mal den Altar gefunden. Der Altar ist direkt, ist hier. Ich hab den gefunden. Oh. Das war von dem. Mhm. So, bei dem Teil kann man sich eins aussuchen von den drei Stück. Das Fragezeichen kommt dann ein random raus. So, ich hab 22 Money. Ja. Und was noch fehlt, ihr könnt es mit Tastatur oder mit dem Controller spielen. Boah, spiel ich auch. Was für genau für einen Controller wir spielen, das sagen wir jetzt mal nicht. Ja, man weiß ja nie, ne? Ja, man weiß nie. Ah, da ist eine Drohne. Und da, ne? Wie viel kostet die? 150. Okay. Mein Field. Ich wollte mal eben mal machen. Also, Audio und Videos. Musik ist auf 10%. Oh. Ja. Ja. Und wie ihr seht, es ist auf 1920x1080 und die Auflösung ist immer noch so. Nein, kein 4K. Wisst man nicht. Wäre too much. Ja, ist klar. Welcher Hinsicht? Ja. Oder kann man noch gut uploaden. Ja, klar. Ich hab's schon nur 10. 3 Megabyte. Pro Sekunde. Upload oder was? Ja. Wie viel hast du Download? 200.000. Das ist ja nicht direkt 200 MB, klar. Ja, warte mal, bei mir klopft jemand. Ich bin ganz schön müde. Scheiße. Einstellen. Ich hab den Endboss beschworen, ne? Ja, ich wollte erstmal Level farmen. Das war Spaß. Der kam einfach so. Ach so, okay.
Du lässt mich doch nicht verarschen. Das ist böse. Lügen darf man nicht sagen. Das? So, können wir den mal... Oh, fuck. Nein! So, du killst mal in den Boss, ne? Und ich versuche nochmal in ganz nach oben zu kommen. Weil da oben war eine Kiste. Oh, der passt bei mir. Hey, sogar die Sprungdinger sind eingefroren. Lass mal sehen. Ich bin halt eiskalt. Eiskalt. Ich mag. Ich bin Olaf. Nicht pretty? Nein, ich bin nicht pretty. Ist doch ein Kacknub. Ja, ja. Ganz oben habe ich... Im Ernst jetzt? Hier ganz oben kannst du was holen. Zwei Sachen. Jawoll! Ja. Das ist eben doch schön. Über ein Material, was aber auch für mich gut ist. Das heißt, wir kriegen mehr Geld. Money, money, money! Oh. Oh, das Nebel ist eigentlich dafür da, dass halt vergiftet wird, aber... Das ist sowieso mir scheißegal. Oh geil, jetzt hatte ich Elektroschocks. Elektroschocks? Ja, das ist Witze. Hm. Ah, das Spiel ist schon auf easy eingestellt. Auf... Ja, and his music was electric. Okay. Okay, es aussieht, warst du schon hier. Na ja, hoch und gehen zur Drohne hin, kaufen uns die. Die Drohne hilft mir sogar halt zum Kämpfen. Dann kann man wieder was kaufen, aber... Wie viel habe ich genau? Ah. Da fehlt mir halt einiges. Boah, wieder einer. Healing Damage Help? Das freut mich. Scheiße, Alter. Die Runde geht schnell vorbei. Wir haben 40. Boah, ey, ständig kommt einer rein. Ich, hier ist was für dich, wenn du schon B hast. Hab ich nicht. Achso. One first, ja. Weil hier ist was. Okay, ist schon despawned. Rudy. Yep. Dead. Was war denn das eigentlich? Open a chance to launch a firework and nerve enemies, okay. Ja, ist klar. So, wir haben so gesehen, wenn du... Achso, du hast das da. Ja, ja. Minenfeld. Ah, da kann man jetzt mal den Boss beschwören, wa? Wir warten mal ganz kurz, bis deine Minenfelder wieder aktiv sind. Weil du machst dem Boss nämlich ziemlich viel Schaden dann. Ja, der Boss ist auch Kacklappen. Echt mal. Oh, ich finde die Musik cool. Ja, nicht, dass die GEMA nachher anruft und sagt, hey, Fotze. Nee, ich glaub nicht. Und wenn? Egal. Dein Rebell, richtig. Das Schmeier. Ja, ich glaub nicht. So. Ah, das ist der Boss.
Oh, easy peasy, lemon squeezy. So leicht kann man einen Boss besiegen. Ich will wieder dieses eine, wo was automatisch die Monster alle Schaden macht. Das wäre nice. Wo wir die letztes Mal so easy weggemacht haben. Boah, da haben wir die richtig rasiert, egal wo. Aber ich mal, der rasiert ohne Rasierschaum. So. Hier, hast du eventuell Bock am 17. eventuell ins Kino? Was kommt da für ein Film? Star Wars. Das er machende Macht. 17. ist Donnerstag, ne? Ich glaub, ja. Ja. Das. 18. bin ich feiern, das ist Freitag. Achso. Was feierst du? Ja, müsste eigentlich, ich glaub. Ja? Okay. Wenn der Kino natürlich nicht so voll ist, ne? Ansonsten gebe ich dir auch einen aus. Die Kinokarte. Weil ich nicht am 15. Geld. Ja, das hört sich doch heilig an. Aber Nico. Ja? Ich muss leider ausmachen, wenn die Runde vorbei ist. Okay. Also, das Level. Wir haben schon 43. Ja, dann. Ja. Dann lass halt eben die Runde vorbei machen. Ja, dann höre ich auch auf. Training. Achso. Kein Boxen. Hey. Ach so, du beginnst ja wieder. Ja, ich habe ja nächstes Jahr Kampf, deswegen will ich jetzt nicht so schwänzen. Oh. Ja. Guckst du direkt K.O. erste Runde. ich würde jetzt abgehen, ne? Wenn ich erster Kampf, erste Runde K.O. Hey. Ja, der Typ ist runtergefallen. Ich mach den, der da oben ist. Ich würde direkt den Boden vom Ring küssen. Weil der Film, und ansonsten ist auch der Film im Kino halt wahrscheinlich am 17. mega voll. Ding. Da habe ich bei Dingens, Fast and Furious auch gedacht. Erster Tag, wo der Film da war, war ich voll leer. Okay. Ja, das Gute ist ja, wir müssen ja nicht zu einer bestimmten Zeit zu Hause sein. Wir können ja lange wach sein. So, das war's mit dieser Folge. Da würde ich sagen, Jo. Wo kommt die nächste Folge raus? Aber dann eine längere. Auf jeden Fall. Oder dann zumindest vielleicht die gleiche Zeit, nur dann fortgesetzt. Gleichzeitig eventuell dann werde ich mal versuchen, 18 Uhr oder so. Oder kommt drauf an, weil gleiche Zeit ist relativ schwer wegen bei mir Schule und wenn er Zeit hat, ich mache ja Berufsschule und das ist halt bei mir ein bisschen, Ja, das war's mit dieser Folge. Ein zweites Mal, das war's. Bis zur nächsten Folge. Adios, amigos.